Herzlich willkommen, liebe Stiere hier auf Globatrauer Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir schauen uns gemeinsam die Energien für diese Woche. Ich hoffe, du hast dir das Hauptvideo der Energy Update schon angeschaut und weißt ungefähr, worum es geht. Für dich, lieber Stier, habe ich eine sehr motivierende Energie wahrgenommen. Du hast nämlich, was dich selbst motiviert, wie für ein, weiß ich nicht, 100 Meter Lauf oder Stabsprung oder was auch immer. Auf jeden Fall, du hast die letzten Trainingsvorbereitungen motivierend für den Start absolviert und warst bereit für den, weiß ich nicht, für was. Für was warst du denn bereit eigentlich? Du warst auf jeden Fall bereit, sich eine Situation zu stellen, ja? Wie ein Boxer in so einem Boxring, ja? Der kurz vorm Anpfeifen der Boxrunde. Genau, so habe ich dich wahrgenommen. Was ist denn die herausfordernde Energie? Also da ist irgendwas, entweder es kann auch tatsächlich mit finanziellen Themen zu tun haben, ja, wie du das wieder, also etwas anpacken. Hier geht es um etwas anpacken, irgendeine miserable Situation anzugehen, um sie zum Erfolg zu bringen, ja. Und es geht um das Thema Love, love, love. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Beziehungen oder das Thema Liebe hast du ausgeblendet oder weggepackt oder hatte keinen Standbein irgendwie in deinem Leben bis jetzt bekommen und jetzt wirst du dich vielleicht dem Thema widmen. 13, 13. Ja, die Liebe hatte aktuell keine entweder positive Ergebnisse zu positiven Ergebnissen geführt oder gar keinen Platz in deinem Leben gehabt. Ja, und jetzt sollte tatsächlich fokussiert werden. Gut. Führende Energie, Yin, fließen lassen. Strategie ist hier kein guter Berater. Das Ego ist hier kein guter Berater. Ja. Denn Liebe muss man fließen lassen. Ja, es ist so. Ja, das ist nichts, was man mit Bedacht handelt. Deswegen sagt man ja auch, dass Verliebte irgendwo verrückt sind. Ne? Verrückt. Sie sind nicht mehr quasi stabil in ihrer Lage und können keine richtigen Entscheidungen treffen, weil sie eben verrückt sind. Ja. Fließen lassen. Das ist die Botschaft. Einfach zulassen. Ja, die Liebe an sich war für dich immer nur eine Illusion. Und das, was du bist ein Stier, du bist ein Münzzeichen und es muss etwas Anfassbares sein. Und anfassbar heißt, man kann das in logische Zusammenhänge packen. Schwierig, ja. Geht nicht. Also bleibt etwas Unanfassbares, ja. Etwas Schönes, aber was man womit man vielleicht mal ein bisschen jonglieren kann, aber jetzt nicht wirklich, man kann es nicht essen, man kann es nicht umsetzen, man kann es nicht, weiß ich nicht, ja. Man kann nicht so wirklich damit was anfangen als Münzzeichen, ne? Genießen, ja, aber vielleicht raubt dir das deine Stabilität am Ende. Du hast das Gefühl, die Liebe macht dich dumm, die Liebe macht dich naiv, die Liebe macht dich angreifbar. Egal wie alt du bist, plötzlich fühlst du dich wie 16-Jähriger, ja, und das entspricht nicht deinem Ich. Aber ja, du nimmst das dir vor, zweimal die Sonne. Ich will das jetzt erfolgreich abschließen. Vielleicht verfolgt dich das Thema auch aktuell und du weißt, du musst dich dem Thema widmen, ja. Ah, du magst das Thema nicht. Ja? Du magst das Thema nicht, du läufst vor diesem Thema weg. Irgendwie habe ich hier Stiere erwischt, die sich mit dem Thema so gar nicht anfreunden können. Auch wenn das Thema hier jetzt beseitigt werden möchte und du willst es zum Erfolg führen, fällt es dir wirklich schwierig. Vielleicht sogar sich den allerwichtigsten Themen innerhalb der Liebe auch zu widmen. Was kann das sein? Zum Beispiel der Ursprung der Enttäuschung, ja, wo hat es so richtig wehgetan, nachdem du den Glauben an der Liebe vielleicht mal auch verloren hast, ja?
Ja, aber die Herrscherin ist auch das Zeichen des Fließens, des Genießens, der Größe, der Menge, des Reichtums, des inneren Reichtums, des gefühlvollen Reichtums. Und ich glaube, das kennst du noch gar nicht. Ja? Beides wiederum in der Materie umsetzbar, nicht wirklich greifbar ist. Kann aber auch sein, dass du einfach in der Vergangenheit in diesem Bereich ja, die 10 der Münzen nie erreicht hast. Ja? Also diese wirklich glückliche Beziehung nie wirklich genießen konntest. Und damit fällt es dir schwer, dir fehlen die Referenzen. Vergangenheit gezeigt, Liebe ist nur Sorgen und ich habe wenig davon. Ja? Nicht für dich. Ja. Davon, also mit Strategie, mit Ego, davon sollte man sich abwenden und es fließen lassen. Das ist schon wieder diese Yin-Energie für mich, der Seelenplan. Das ist das, was ich meine. Vielleicht fühlst du dich gerade von diesem Thema tatsächlich gedrängt, weil das scheinbar dein Seelenplan ist. Das Rad des Schicksals möchte sich für dich drehen, ja? Dich wieder auf deinen Seelenplan bringen. Bindungen. Du wirst tatsächlich eine Chance bekommen, diese Themen zu regeln, zu klären, zu Erfolg zu bringen. Aber du windest dich, ne? Also kann sein, dass du jemanden tatsächlich kennenlernst, der plötzlich das Tor öffnen möchte zu deinem Herzen und du wirst dann Schwierigkeiten bekommen, ja? Sich darauf einzulassen. Okay. Also. Das bist du, ne? Das ist absolut deine Karte, die Königin der Münzen. Ich bin stabil und ich möchte meine Stabilität nicht verlieren. Das Thema ist, krampfhaft versuchst du auf deine Leidenschaft zurückzuhalten. Denn Leidenschaft erfolgt auch irgendwo, ist für mich mit Liebe verbunden. Liebe zu irgendwas. Leidenschaft ist nicht immer nur sexuell, das kann auch Sexualität widerspiegeln, aber es ist auch Hobby, es ist auch Kreativität, es ist auch Leidenschaft, seinen eigenen Job auszuführen und, ja. Und das erhältst du alles an einer ganz, ganz kurzen Kette, weil Leidenschaft kann auch, natürlich, das wissen wir ja von einem Feuerzeichen und ich als Widder sowieso, dass ich gehe mehrheitlich jede Leidenschaft irgendwie gehe ich nach und häufig renne ich dann an die Wand, weil es nicht jede Leidenschaft ist die man vielleicht nachrennen sollte. Aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ja? Ich will es einfach ausprobieren. Ich will alles ausprobieren. Und manchmal tut es halt weh. Diese Erfahrung willst du nicht machen. Das ist auch in Ordnung. Ja? Aber vielleicht ein bisschen Kette verlängern. Ja? Vielleicht ein bisschen Kette verlängern. Ja? Auge für Auge. Einfach mal die Kette länger machen und um zu schauen, wo führt dich das hin. Kontrollierte Weise. Mehr Raum der Leidenschaft zu geben, um zu schauen, ob das meine Stabilität in Schwierigkeiten bringt oder nicht. Ja, also das ist so das Thema, dass du möglicherweise denkst, wenn ich das Ganze fließen lasse, wenn ich das alles an mich heranlasse, die Illusion der Liebe, diese Gefühle, die nicht kontrollierbar sind, die Leidenschaft, die nicht kontrollierbar ist, dass ich dann meine Stabilität verliere. Und das könnte echt anstrengend sein. Ja, das ist ein Moment, wo ich denke, dass das für dich also wirklich eine anstrengende, schwierige Aufgabe sein könnte. Ja, aber und das ist jetzt interessant. Das wird nur anstrengend, solange du die Leidenschaft an der Kette hältst. Und zwar eine viel zu kurze Kette. Ja. Dann wird es anstrengend. Sobald du sie verlängerst oder sogar loslässt und es fließen lässt, wirst du diese Thematik der anstrengenden Geschichten besiegen. Ja? Du wirst plötzlich, und das gilt für Beruf, für Hobby, für Liebe, für alles, ja? Wenn wir etwas aus unserer inneren Leidenschaft tun, dann werden wir erfolgreich. Es ist nun mal so. Ja? Es ist nun mal so. Wir werden dafür immer belohnt, weil die Menschen merken, ob du etwas aus Pflichtgefühl machst oder ob du etwas machst, weil du es liebst, was du da machst. Ja?
Und dadurch wird das Feuer immer mehr entfacht und entfacht und entfacht. Und du kannst wachsen, sich entwickeln. Das Rad des Schicksals kann sich für dich drehen. Wunderschöne Legung. Meine Lieben, ich werde mir gleich dein Gegenüber anschauen. Wo ist dein Gegenüber hier? Das könnte tatsächlich eine Chance sein, ja? Sonst würde das Thema Liebe hier nicht so präsent sein. Ach, das ist interessant. Also pass auf, das ist jemand, der auf dich trifft als Herrscherin hier, die enttäuscht ist von der Vergangenheit, aber er tut sich nichts draus. Er ist so emotional in seiner Mitte, dass ihm deine persönlichen Schwierigkeiten nicht verunsichern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ein schwache Persönlichkeit auf eine geschwächte Persönlichkeit trifft, dann können sie sich gegenseitig nicht stärken. Du brauchst jemanden, der emotional so stark ist und so stabil ist, dass er sich von deinen Problemen nicht abschrecken lässt. Okay? So, das sind die Karten für eure partnerschaftliche Legung. Und wenn ich noch was sehe, dann werde ich auf jeden Fall nochmal Zeitkarten ziehen. Und dann schauen wir mal, wo das alles hinführt. Meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Den Link zu der Fortsetzung findet ihr in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Und ich freue mich natürlich sehr darüber, dass wir vielleicht mal gemeinsam die neue Person kennenlernen können, die euch hier möglicherweise nächste Woche über den Weg läuft oder die euch schon über den Weg gelaufen ist und immer mehr präsent ist in deinem Leben. Und deswegen ist die Liebe präsent. Und ich freue mich natürlich, dich jetzt über die kommenden Wochen auch auf dem Weg zu begleiten. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis dahin. Ciao.